Ja. Angekommen in Köln. Letzter Spieltag steht vor der Tür. Ich versuche mal noch kurz in meine Gedanken so mitzunehmen. Für uns natürlich, ja, liegt der Fokus voll drauf, die 3 Punkte mitzunehmen, unser Spiel zu gewinnen. Und der Rest, der liegt in der Hand des Fußballgotts, würde ich mal sagen. Oder anders gesprochen natürlich auch daran, wie gut der BVB mit dem Druck umgeht. Man Ein muss bisschen sich ja schon mal anscheißen. vorstellen. Ja, ich habe vorhin gelesen, die ganze Stadt, ich glaube 200.000 bis 400.000 Fans würden erwartet werden bei einer Meisterfeier. Ich sage mal so, die Erwartungen von so vielen Menschen zu entsprechen, das musst du dann auch erstmal ja, mit einem breiten Kreuz auf dem Platz hinbekommen, wenn die ganze Dortmunder Süd den Sieg will. Musst du dem als Spieler auch erstmal standhalten. Also ich sag mal so, wenn selbst ein Jürgen Klopp sagt, er ist nervös, dann wäre es ja das Normalste der Welt, wenn die Spieler logischerweise auch nervös sind. Deshalb Richtig glaube ich passiv schon, dass die aggressiv, Spieler diesen ja. Druck auch spüren werden und darin liegt auch meine Hoffnung, weil es das Normalste der Welt wäre, wenn sie diesen Druck spüren. Und für uns gilt, demütig bleiben, unseren Job machen und nehmen, was wir kriegen. In diesem Sinne, Wie kann man so wir werden uns gut vorbereiten. augenlegen, Ich werde mich heute Abend so gut wie es geht vorbereiten und dann ne? schauen wir, was der morgige Tag für uns bereithält. Was wird? Macht's gut, liebe Sportsfreunde. Einen spannenderen Meisterschaftskampf hat man wohl die letzten Jahre nie. Das wollen ja immer alle, die es nicht mit dem FC Bayern halten. Also genießt es nun auch. Ich erinnere mich da gern zurück an die Zeit, als ich noch einfach ganz normaler Bundesliga-Fan war und es war ein Fest. Ich liebe unsere Liga und dementsprechend, egal wie es ausgeht, wünsche ich Thomas, spannende Spiele. du sitzt auf der Macht's es Bank. gut. Sodele, Er Leute, will in die angekommen. Köpfe rein, ich schwör's dir. Digga, der versucht da so, so richtig passiv, aber halt, ne? Also, er macht es so, man merkt es. So ein bisschen, boah, da kommen 200.000 bis 400.000, also den Druck musst du erstmal standhalten. Also, selbst ich oder so ein Jürgen Klopp, der hat ja sogar gesagt, dass er nervös ist. Wäre scheiße, wenn ihr verlieren würdet. So ähnlich, ne? Er macht es so auf so einer, ja, so ein bisschen Fitner, so ein bisschen Augenlegen. Ah. Den eigentlich auch gut zentriert. Ich habe Digga, gar keinen Blick. guckt euch mal bitte das neueste Video von Thomas Müller an auf Insta. Ja, was ist das denn? Du wolltest mir sagen, was es ist. Jetzt wäre ich gerne wieder in der WhatsApp-Gruppe von Dortmund. Wäre lustig, ne? Das wird da Ja, reingeschickt. ja, ja, ja. Ich sag, das motiviert die sogar noch mehr. Dachte Ich ich so. sag, das ist, ich glaube, nein, ich sag, unnormal motiviert das, aber ich glaube, du hast einen Druck Ja, das hatten sie aber auch auf. vor dem Video von Thomas. Ja, ich rede jetzt auch nicht für das von Tommy sein Video, dass der, yes! Let's go! Dass er da kranken Druck gemacht hat, sondern ich sag, Digga, Eli, die halbe Stadt steht da auf dem Ding, ne? Ja. Ich habe gesehen, in Barcelona 80.000 Fans beim Meisterschaft, bei Bayern so und so viel und bei Dortmund war es das Dreifache als bei Barcelona. Ja, weil bei Dortmund ist aber auch nicht so oft passiert. Ich gebe dir jetzt mal einen Call, Bro. Ich sag dir was. Wieso sieht denn das so komisch aus bei euch? Spielt ihr auf PlayStation? Nee. Hä? Okay, ich sag dir jetzt was. Dortmund wird morgen 6:0 gewinnen und es wird zur Halbzeit 3:0 stehen. Ich bin immer noch Null? davon überzeugt. Ja. Er sagt, weil die letzten Spiele immer so Nein, bravourös Mainz, gespielt ich haben. sag dir was, Mainz, jetzt schon, da haben sich die ersten ihren Mykonos-Urlaub, Ibiza-Urlaub und Dubai-Urlaub gebucht. So, Ich sag, ein genau Süle dann sitzt macht da es auch auf mal dem Bock zu Bierkönig. spielen. Die haben 4 Mal in Folge verloren. Bei Dortmund, die können nach, keine Ahnung, 10 Jahren Meister werden. Sie haben es selber in der Hand, sie spielen heim, die ganze Stadt ist hinter denen. Wir haben Also, Druck. ja, die haben Druck, aber Ja, der Druck könnte auch. die Wenn anderen Dortmund in nicht. Ja, Führung aber. geht, Bro, wenn die in Führung gehen, weißt du, was da los sein wird? Ja, klar, aber keiner, man muss auch sagen, keiner von denen kennt diese Drucksituation. Da gibt es eine Handvoll Spieler wie Reus, Hummels. Und wer war dieser Drucksituation
ausgelegt, Digga. Machen wir eine kleine Wette? Ich sag, Dortmund gewinnt mit 3 Toren Abstand, mindestens. Ich sag nein. Ich sag okay. auch nein. Wie viel? Ja. Umrechnung morgen? Ja. Komm. Ja. Gut. Wie heißt nochmal das Getränk? Solero. Ja, gibt's morgen 3-4 Soleros. Bei mir 27. Gibt's 3-4 Soleros. 3 Tore Locke. Abstand, hier hört ihr's. 3 Tore. Du übertreibst also, ein bisschen. Also 3-0 würdest du gewinnen. 3-0 würde ich gewinnen, ja. 3 Tore Abstand. Ja. Niemals, ja, niemals. Das Fußball-Lexikon. Digga, das ist aber auch, das ist auch ganz krank, dass Dortmund Meister wird und Schalke absteigt. Ja. Stimmt. Ja, was ist das? Das ist ja ein absoluter, das ist ja ein leichter Stani, ein Ständer.